Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ja, Freunde, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben ein Thema heute Nacht. Das Thema heißt XY ungelöst, ungeklärte Verbrechen. In Anlehnung an die ZDF-Sendung XY ungelöst möchte ich mich gerne mit euch unterhalten über eben ungeklärte Verbrechen, schlimme Verbrechen wie Mord, wie Totschlag, wie Entführung, wie Raub und so weiter. Wenn ihr persönlich direkt oder indirekt von einem solchen ungelösten Verbrechen betroffen seid und mir davon erzählen wollt, dann ruft an, Telefonnummer 0800 5678 111 oder faxt unter 0800 5678 110. So, der erste Anrufer heute Nacht ist Klaus und Klaus ist 59 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Klaus. Hallo. Du möchtest von einem ungelösten Verbrechen erzählen. Ja, es sieht so aus, ich bin 1989 von jemandem denunziert bzw. massiv angezeigt worden bei der Polizei, dass ich also ein Gördemörder, der sogenannte Gördemörder wäre. Mhm. Und zwar sind in der Görde, das ist ein Waldgebiet, sind also zwei Liebespaare ermordet worden. In der Zeit damals? In der Zeit damals. Ja. Also vier Menschen? Vier Menschen. Ja. 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 Und dann... Und dieser Tat hat man dich angeklagt oder der hat dich beschuldigt, dieser ja. Tat? Ja. Mhm. Mit 3,5 DIN A4 Protokoll. Mhm. Erzähl mal weiter. Und dann bin ich vorgeladen worden und habe dann also... Polizei oder einen Kripo-Beamten gefragt, als ich da hinkam, weil der andere, der vernehmende Kripo-Beamte noch nicht da war. Mhm. Und da, die gaben mir überhaupt keine Auskunft und sagten, sie wüssten von nichts. Dann kam der Kripo-Beamte, der mich dann befragte und ich war völlig aus dem Häuschen, weil ich hatte das zwar in der Zeitung gelesen, aber ich war also weit, weit davon weg. Und dann fragte er mich, ob ich ein Fernrohr hätte und Revolver und so weiter und so fort. Sagte ich, nein, habe ich nicht. Ja. Und dann wollte er das nicht so richtig glauben. Und dann habe ich gesagt, da ich im Außendienst tätig war, ich sage, ich habe einen Terminkalender im Wagen, da sind meine Termine drin für die sogenannten Tage. Mhm. Und dann habe ich den geholt und dann hat er sich dies aufgeschrieben und ich bin nicht verhaftet worden aufgrund dessen, weil man mich kannte und weil man höchstwahrscheinlich auch der Meinung war, dass ich... So Klaus, dieser Mensch, dieser Mann, der dich denunziert, beschuldigt hat, vier Menschen umzubringen, das ist ja eine ungeheure Beschuldigung. Auf welche Beweise oder Indizien hat der sich gestützt? Ist mir nie richtig gesagt worden. Es ist mir nur gesagt worden, ich wäre beschuldigt worden und ich wäre beschrieben worden und dass ich da gewesen wäre und somit ist man in der Lage oder muss man beweisen, dass man überhaupt nicht da war. Ach so. Weißt du, wer dieser Mensch war damals, der dich beschuldigt hat? Ich weiß es bis heute nicht, obwohl ich immer Nachfragen gemacht habe, weil ich auch von Seiten des Kripo-Beamten zu hören bekam, das würde ich so nicht auf mich sitzen lassen. Ich sage, das mache ich auch nicht. Mhm. Aber letztes Schreiben ist vor etwa 4 Monaten von der Staatsanwaltschaft gekommen. Da die Tat nicht aufgeklärt werden konnte, sagt man mir also auch nicht, wer mich da denunziert hat. Das war, das halten wir nochmal fest, 1989, das ist ja irre lange her. Ja. Das heißt, der Täter läuft noch frei rum, der diese vier Menschen umgebracht hat. Und du wurdest letztendlich auch all diese Jahre, mehr oder weniger oft vermutlich, mit diesem Vorfall behelligt. Ich wurde eine ganze Zeit lang damit behelligt und hatte auch das Gefühl, dass man mich also, naja, so ein bisschen im Auge hatte. Mhm. Es gab aber nie irgendeine Gerichtsverhandlung. Nein, soweit ist es nicht keine, gekommen. Weil man bei den Kunden, die ich besucht habe, zurückgefragt hat und die haben bestätigt, dass ich da war und dadurch ist auch keine Gerichtsverhandlung. Du hast dich in keinerlei Weise in der Nähe dieses Waldstückes da aufgehalten, wo die Menschen ermordet worden sind. Es gab
faktisch überhaupt gar keine Anhaltspunkte, dass du es hättest gewesen sein können. Korrekt, korrekt. Das ist ja sehr, sehr, sehr fast schon gruselig, so etwas, wenn man das hört. Ja, also das heißt, irgendjemand kann einen beschuldigen und man kommt dann in diese Mühle rein. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, es hat Jahre gebraucht, dass ich also so ein ganz bisschen drüber weggekommen bin. Als du zum allerersten Mal von dieser Beschuldigung gehört hast, muss doch irgendwie innerlich in dir eine ganze Menge zusammengebrochen sein oder in eine Panik oder ein Schock ausgelöst worden sein, oder? Ja, ich bin also anschließend dann da raus. Wie ich da rausgekommen bin aus dem Polizeigebäude, weiß ich heute noch nicht. Mhm. Ich bin in mein Auto gestiegen und bin losgefahren, ohne rechts und links auf gut Deutsch gesagt zu gucken, weil ich völlig, ich hätte gar kein Auto fahren dürfen. Und wenn ein Autofahrer nicht so wirklich toll reagiert hätte, dann hätte er es auch richtig geschafft. Hat deine Umgebung oder gar die Presse da vom Wind bekommen, dass du beschuldigt worden bist? Meine Umgebung schon, und es ist mir also auch dann von einer anderen Seite nochmal, bin ich drauf angesprochen worden. Und da hatte ich aber Gott sei Dank, das war also etwa so 4-5 Monate später, da hatte ich Gott sei Dank das Schreiben schon von der Staatsanwaltschaft, dass ich also nicht mehr in Betracht käme als Tatverdächtiger. Dennoch gibt es ja immer wieder Menschen, die so etwas dann vielleicht doch für glaubwürdig erachten und einen dann vielleicht ganz anders behandeln als vorher. Gab es solche Menschen auch in deiner Umgebung? Jein, sage ich einfach mal so, weil man hat mich anschließend angeprangert in jeder Art, aber ob das damit zu tun hatte, kann ich nicht unbedingt sagen. Kannst du sagen, wahrscheinlich ist das sehr schwer, wenn man weit über zehn Jahre, irgendwie so eine Beschuldigung über einem schwebt, irgendwie so ein bisschen, was das mit deiner Psyche angerichtet hat? Man wird sehr, sehr misstrauisch, man wird, ich möchte fast sagen, teilweise sogar leutefeindlich, weil man Angst hat, dass man also wieder irgendwo denunziert wird oder so. Hast du so, wahrscheinlich hast du unendlich darüber nachgegrübelt. Wer kann das sein? Ist das jemand aus meinem Umfeld? Vielleicht ein Feind, der irgendwie eine offene Rechnung mit mir noch hat? Hast du es getan? Bist du da für dich irgendwie auf eine Fährte gekommen? Ich habe eine Vermutung, aber wie gesagt, auf diese Vermutung kann ich also nicht bauen. Das hat man mir also auch von Seiten der Polizei gesagt. Dann würde ich mich auf die gleiche Stufe stellen. Natürlich, wahrscheinlich also auch mit Konsequenzen rechnen müssen, ne? So, und dieses schwere Verbrechen ist nicht aufgeklärt worden. Nein. Gab es denn zwischendurch mal irgendwie eine heißere Spur, die dann an dir vorbeiführte und die sich dann doch wieder auch nicht als richtig erwiesen hat? Nein, also es ist so, dass vor etwa 3 Wochen sowas, circa 3-4 Wochen, stand dieses nochmal bei uns in der Tagestimes, und daraufhin rührte mich das natürlich wieder auf, klar. Und weiß ich nicht, also ich kann Leute einfach nicht verstehen, die also dann auch nicht den Mut haben zu sagen, sorry, tut mir leid oder was weiß ich, ne? Ja. Aber dein Fall macht wieder klar, wie leicht man in so etwas hinein verwickelt werden kann. So ist es. Und wie schlimm das ist. Und wie schwer es ist, sich dagegen dann zu wehren und zur Wehr zu setzen, auch massiv. Naja, weil man fühlt sich immer angegriffen. Ne? Natürlich, ja. Ich danke für deinen Anruf, Klaus. Jo, wünsche alles Gute. Mach's weiter auch so. Dankeschön. Tschüss. Unser Thema heute Nacht heißt XY ungelöst, ungeklärte Verbrechen. Ich möchte gerne mit euch über Verbrechen, über schwere und schlimme Verbrechen sprechen, wie Mord, Totschlag, Entführung, Raub, die nicht geklärt worden sind, die offen sind, an denen, die ihr in irgendeiner Weise verwickelt wart, direkt, indirekt. Und wenn ihr mir davon erzählen wollt, dann ruft an. Telefonnummer 0800 5678 111 oder e-mailt mir unter 1live.domian@wdr.de. 1live.domian@wdr.de. Carmen ist jetzt bei mir am Telefon, 50 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Hallo, Carmen. Und zwar ist Folgendes. Also meine Schwester, die ist vor 11 Jahren ermordet worden. Ja. Die ist im Dezember, am 13. Dezember ist sie verschwunden und am 5. Februar ist sie dann aufgefunden worden. Wo hat man sie gefunden? Zollenspieker ist es gewesen. Wo, in? Zollenspieker, das soll irgendwo Bergedorf sein, ne? Ja,
Hat man sie draußen im Wald gefunden? Nee, das ist am Wasser gewesen. Und zwar so. ist sie da, so ein Zeitungsjunge, der hat da so seine Zeitung einfach ausgeschmissen, der hat keinen Bock gehabt, die auszutragen. Und von Spaziergängern ist sie dann gefunden worden. Die haben sich da dann drüber aufgeregt, dass da zum Beispiel die Zeitung einfach hingeschmissen werden. Ja. Und dann haben sie beim genaueren Hingucken, haben sie gesehen, dass da so eine Leiche liegt. Ne? Und das ist dann also meine Schwester gewesen. Wie ist deine Schwester ermordet worden? Die ist erschlagen worden. Und sie soll so schlimm ausgesehen haben, wir konnten sie und durften sie nicht identifizieren. Sie ist dann durch einen Zahnabdruck ist sie identifiziert worden vom Zahnarzt. Ne? Was hat, also das Verbrechen ist, deshalb rufst du auch an, bis heute nicht geklärt, obwohl es 11 Jahre zurückliegt. Was hat die Polizei denn alles rausbekommen für euch interessanten Dingen? Ja, eigentlich, sie kann nichts beweisen. Das heißt, aber Vermutungen gibt es schon? Ganz, ganz, ganz viele Vermutungen. Mhm. Und es sind so viele Fragen, die ich mich jetzt stelle, die ich nicht begreifen kann, wo es keine Antworten für gibt. Und das führt mich zum Täter hin. Weißt du, du musst dir vorstellen, es gibt einen schwarzen Punkt, ne? Und zu diesem schwarzen Punkt führen alle Antworten. Das heißt, die führen dahin. Das heißt, du hast eine Vermutung, wer es sein könnte? Ja, hab ich. Hast du. Ist das ein Mensch? Wir wollen natürlich jetzt keinen Namen nennen, ne? Das ist klar. Das möchte ich auf keinen Fall. Ist das ein Mensch im Bekanntenkreis, von eurem Bekanntenkreis oder im ehemaligen Bekanntenkreis deiner Gehört zur Familie. Zur Familie sogar. Ja, gehört zur Familie. Ich würde das ganz gerne mal so kurz umfassen. Und zwar ist der Ehemann, ich vermute, es ist der Ehemann, der hat also viele Weibergeschichten, der hat viele Schulden, das Eheleben, das war nicht mehr so das Beste. Meine Schwester und ich, wir hatten noch das letzte Gespräch, da stand das noch in Frage, trenne ich mich von ihm, lasse ich mich scheiden. Ich habe sie dann noch gefragt und was mir heute so leid tut, ich habe sie angeschrien, ich habe gesagt, wieso bist du mit diesem Mann überhaupt noch verheiratet? Aber es ist ihr Traummann, irgendwo ist das ihr Traummann gewesen, ne? Ja. Und naja, die haben sich dann aber doch wiederum versöhnt. Es sollte dann ein Versöhnungsgespräch stattfinden. Hat ein Versöhnungsgespräch stattgefunden? Ein tolles Versöhnungsessen sollte stattfinden. Und dieses Essen, das sollte verbunden werden mit einem Besuch im Pulverfass. Und die Karten dafür hat die Geliebte. Wir müssen das jetzt mal nicht so im Detail ja, erklären. Ja, hast du recht. Wenn du oder wenn ihr diese Vermutung habt, ist die Polizei doch sicher auch dieser Spur nachgegangen. Was ist daraus geworden? Es ist gar nichts daraus geworden. Das heißt, man kann ihm nichts nachweisen, wenn ihr... Genau. Wie hat denn der Ehemann deiner Schwester sich zum Beispiel auf der Beerdigung verhalten? Soll ich dir das ganz ehrlich sagen? Eine frisch geschwängerte Frau stand am Grab meiner Schwester. Er ist in der Zeit, die meine Schwester verschwunden war, ist er für uns nicht erreichbar gewesen. Wir haben ihn gebeten, uns eine Telefonnummer oder einen Schlüssel zu hinterlassen, falls meine Schwester wieder auftaucht. Ja. Nichts dergleichen ist geschehen. Also er war mit dieser fremden Frau am Grab. Und ihr vermutet, dass das die neue Freundin war? Mit der Frau ist er heute verheiratet. Gibt es denn irgendeinen Kontakt in den letzten Jahren noch zwischen euch und diesem Mann? Vor 7 Jahren ungefähr. Da ist er da gewesen bei meinen Kindern und es gibt noch einen Sohn. Der Junge, der ist jetzt so mittlerweile 14. Also als er 7 war, fragte er meine Töchter, könnt ihr mir sagen, wie meine Mama ausgesehen hat? Und da meinte meine Tochter dann, nee, wieso? Ja, natürlich. Wieso? Ja, warum hast du kein Bild von deiner Mama? Nee, die hat Papa alle verbrannt. Also der Mann, der hat alles vernichtet, was ihn an seine Frau erinnert. Und weißt du, was richtig makaber ist und was mir so richtig wehtut? Domian, meine Schwester, die ist versichert gewesen, er ist Versicherungsvertreter gewesen, ne?
Das heißt, er ist auch noch viel Geld im Spiel gewesen. Er hat Geld bekommen. Und meine Schwester, die hat noch nicht mal einen Grabstein. Wir müssen seine Genehmigung haben, um auf dem Grab meiner Schwester einen Stein stellen dürfen zu können. Wie ist das denn jetzt für euch, für den Rest der Familie, wenn ihr diesen konkreten Tatverdacht habt, den ihr persönlich habt, es aber keine Beweise gibt? Wie lebt man mit so einem Verdacht, von dem ihr ja, so klingt mir das, sehr überzeugt seid, dass es so ist? Also, ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ihr müsst doch verzweifeln, ihr müsst doch hassen. Das ist das. Es ist so. Weißt du, ich hab wirklich diese Hoffnung, dass der Sohn zum Beispiel, ne, dass der irgendwann mal mitbekommt, dass er noch eine Familie hat. Wir sind 5 Geschwister, sind wir jetzt noch. Keiner dieser Schwestern hat Kontakt zu diesem Jungen. Und ich hab irgendwo die Hoffnung, dass der Junge vielleicht ein bisschen, dass er diese Sendung mitkriegt. Dass ich habe von XY ungelöst. Ich habe die Kassette noch. Ach, dann wurde der Fall auch vorgestellt. Ja, natürlich. Ne? Ja. Und ich habe die Hoffnung, dass der Junge irgendwann mal kommt und mal nachfragt. Weil ich habe mich auch die Jahre, wo er so klein war, ich habe mich nicht getraut, da mehr zu tun, weil er ich war... Ich habe das gerade jetzt nicht richtig verstanden. Gibt es ein Kind oder 2 Kinder? Ein Kind, diesen Sohn, diesen besagten Sohn. Ja. Aus der Ehe von... Weißt du denn, ob der Junge das wenigstens gut gehabt hat in dieser neuen Verbindung? Ja. Das schon? Ja. Und das ist auch der Grund gewesen, warum ich so lange, ich habe gezweifelt, was soll ich machen, weil meine Vermutung, die vom ersten Tag an ist sie eigentlich schon da gewesen. Carmen, wie geht eigentlich die Polizei mit diesem Fall um? Haben die Akten zugemacht oder sind die immer noch irgendwie am Suchen und am Recherchieren? Da ist bis jetzt überhaupt nichts mehr passiert. Und Domian, ich muss ehrlich sagen, ich habe immer wieder Angst. Ich habe wahnsinnige Herzklopfen. Ich habe so oft den Hörer in der Hand, bei der Polizei anzurufen und mich zu erkundigen. Ne? Ich weiß nicht, wovor ich Angst habe, aber ich habe dann auch immer wieder so diesen Jungen im Hintergrund. Noch geht's ihm gut. Wie geht's dem Jungen, wenn er weiß, dass sein Vater tatsächlich der Täter ist? Aber der Junge weiß, dass seine Mutter ermordet worden ist. Das weiß er. Der war 3 Jahre alt. Das weiß er nicht. Ach, das hat man ihm auch nicht erzählt. Und du weißt es nicht. Nein, das weiß er nicht. Seine Mutter ist tot. Seine Mutter ist im Himmel gewesen. Verstehe. Und wie schlimm, wenn er das irgendwann erfährt und wenn er dann auch noch erfährt, dass es einen Verdacht, einen starken Verdacht der Mutterfamilie gab gegen seinen Vater. Sehr schlimm. Ja. Wobei, wir reden nur von einem Verdacht. Genau. Es kann ja wirklich auch sein, dass der Mann unschuldig ist und dass irgendetwas anderes, völlig Mysteriöses passiert ist. Aber ich könnte da noch mehr von erzählen, Domian. Also zum Beispiel ist ein Auto verkauft worden, ne? Und das Auto, das ist, das darf ja wohl nicht wahr sein. Und das Auto, das ist verkauft worden, dann hat er sich einen Leihwagen hat er sich dann genommen und dieser Leihwagen, den konnte er nur für ein paar Stunden haben. Also wir können natürlich diesen Fall auch nicht klären jetzt in dieser Sendung. Deswegen können wir jetzt diese ganzen Widersprüchlichkeiten auch gar nicht so aufklären. Es ging jetzt erstmal darum, mal so grob diesen Fall zu erzählen. Und von meiner Seite aus die Hoffnung damit zu verbinden, dass vielleicht auch irgendwas nochmal in die Gänge kommt. Denn ich glaube, dass für Angehörige, es ist schon ein ganz großer Schmerz, wenn man so einen Menschen verliert. Aber es ist noch viel schlimmer, wenn das dann nicht aufgeklärt ist. Ja, und weißt du, was das Schlimme ist? Wir können die Zeit, die heilt viele Wunden. Mhm. Die Zeit wirklich nicht alle Wunden. Aber wir kommen da jedes Mal auf den Friedhof. Weder zum Muttertag, noch zum Geburtstag, noch zu sonst einem Anlass. Eine Blume. Es ist kein Grabstein da. Die Frau, meine Schwester, die liegt da schon so viele Jahre. Gut, da müsst ihr euch halt richtig, das werdet ihr auch tun, um das Grab kümmern. Natürlich. Wir müssen seine Genehmigung haben. Er ist jetzt er hat geheiratet, er hat den Namen seiner Frau angenommen. Irgendwo ist er unauffindbar. Wenn die Polizei was von ihm wissen will, die ruft bei uns an. Jetzt sag ich nochmal, ich habe die Hoffnung oder wünsche euch sehr, dass, obwohl so viele Jahre vergangen sind, 11 Jahre, es vielleicht doch noch zu einem aufklärenden Ende kommt von dieser Geschichte. Ja, ich hoffe auch. Liebe Carmen, alles Gute von Herzen. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Und alles Gute für deine Sendung. Vielen Dank. Tschüss. XY ungelöst, ungeklärte Verbrechen. So heißt unser Thema heute Nacht. 0800 5678 111. Nächster Anrufer ist Tini. Und Tini ist
25 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Tini. Du gehst nah ans Telefon, bitte. Ja. Hörst du mich jetzt besser? Ja, ist schon okay. Also, um welches Verbrechen geht es bei dir, was du erzählen möchtest? Also bei uns hier in der Gemeinde ist ein kleiner Junge, also ungefähr 9 Jahre. Der wurde hier in einem Waldstück, das sind 200 Meter Luftlinie von uns entfernt. Also von meinem Wohnhaus wurde der tot aufgefunden, der wurde ermordet. Wann war das? Das war im November 2000. Ja. Und bis jetzt ist der Fall ja noch nicht, also er ist noch nicht aufgeklärt worden. Mhm. Kanntest du diesen Jungen? Nee, ich bin erst später hierher gezogen. Mhm. Aber es war auch bei XY ungelöst. Mhm. Gab es einen sexuellen Hintergrund bei diesem Verbrechen? Das weiß ich nicht. Mhm. Also ich habe das, das kam zwar bei XY ungelöst, aber ich habe es mir nicht angeguckt, weil ich ja praktisch hier, es sind nicht mal 200 Meter Luftlinie, also wir wohnen hier in einer Siedlung, das gehört zu einer Gemeinde. Ja. Und es ist einfach zu nahe und ich wollte mir das nicht angucken. Mhm. Näheres weiß ich halt aus der Nachbarschaft, aber es wird hier halt nicht viel drüber geredet. Mhm. Warum wolltest du dir das nicht angucken? Weil einfach mir dann halt bewusst wird, dass da in meiner Nähe, also da, wo ich jetzt wohne, jemand umgebracht worden ist und der Täter einfach noch nicht gefunden worden ist. Du weißt also auch nichts Näheres darüber, wie der Junge umgebracht worden ist? Wenn ich mich recht erinnere, wurde er erwürgt oder erschlagen. Auf jeden Fall weiß ich, dass er, das ist so ein kleiner Anglersee und er wollte da noch angeln. Seine Mutter wusste Bescheid, aber zu einer bestimmten Uhrzeit war er noch nicht zu Hause. Dann haben die Polizei also benachrichtigt und der Vater hat ihn dann anscheinend auch dann mit der Polizei gefunden. Die wussten, dass er dorthin wollte, wenn ich da richtig informiert bin. Ja. Und es geht jetzt halt einfach darum, dass die Eltern hier immer noch sehr ängstlich um ihre Kinder sind. Mhm. Die Kinder werden nach wie vor zur Schule gefahren und wieder abgeholt. Im November 2000, sagst du mal das, ja. Ne? Mhm. Mhm. Es gab dann einmal jemanden, also einen blonden jungen Mann. Mhm. Das ist der letzte Stand. Ein paar Monate später oder ungefähr ein Jahr später, nach diesem Jahrestag, war ein blonder junger Mann bei uns in der Gemeinde und der hat sich nach diesem Grab erkundigt. Und das ist gleich also an die Polizei weitergeleitet worden. Mhm. Der blonde junge Mann wurde aber nicht mehr gefunden. Mhm. Da wurde ein Phantombild rausgegeben. Das war auch bei XY ungelöst. Man vermutet also, dass das vielleicht der Täter sogar selbst war oder eine Spur zu dem Täter hätte sein können. Genau, zu dem Täter ist. Man vermutet, dass es, also man vermutet, soweit wir informiert sind, dass der Täter anscheinend nicht von hier kommt. Mhm. Aber man kann es auch nicht ausschließen. Mhm. Das bedeutet ja, dass dieser kleine, ist es ein kleinerer Ort, in dem du wohnst? Also es ist keine Stadt, aber es ist auch kein Dorf. Gut, also ein Ort. So ein Mittelding, ja. Dass die Leute da schon irgendwie in Angst und Schrecken seit November 2000 leben, vor allen Dingen Angst um ihre Kinder haben. Ja, das Problem ist ja, wie ich hatte, also meine Eltern, die haben sich hier eine Wohnung gekauft. Mhm. Und die haben den Kaufvertrag einen Monat unterschrieben, bevor das passiert ist. Mhm. Und das ist noch näher dran. Also meine Eltern wohnen am Waldrand. Mhm. Und die haben Kinder in dem Alter gehabt zu der Zeit. Haben sie die Wohnung genommen letztendlich? Auch, ja, natürlich. Die hatten den Kaufvertrag unterschrieben. Die Renovierungsarbeiten sind schon gelaufen. Meine Eltern waren nicht begeistert davon. Und meine Brüder, die sind es heute noch nicht davon, weil die einfach meine Eltern das ist aber auch verständlich. Sehr ängstlich sind. Ja, aber auch verständlich. Wäre ja wahrscheinlich natürlich, auch jeder. Kennst du eigentlich die Eltern von diesem Jungen? Nee, also ich habe sie mal in der Zeitung gesehen, also in diesem Mitteilungsblatt, was wir hier haben. Aber ich habe da schon so ein paar Geschichten gehört, dass wenn jemand angehalten hat, zum Beispiel nur um nach dem Weg zu fragen, dass ich schon mitgekriegt, dass da ein Kind schreiend davongelaufen ist, weil er gedacht hat, um Gottes Willen, der will mir etwas antun. Also man muss sich auch immer wieder wie in die Situation der Eltern versetzen. Ich habe es ja gerade schon gesagt, das Schlimme ist ja ein Grauen, wenn so etwas passiert. Mhm. Aber dann auch noch zu wissen, der Täter läuft frei herum. Ich glaube, dass man als Betroffener, als Angehöriger oder jetzt in dem Fall als Eltern
noch weniger Frieden schließen kann, nach Frieden will ich mal gar nicht sagen, sondern mit der Sache abschließen kann, dann wird nie mit der Sache abschließen können. Aber ja, eben. Es ist alles irgendwie noch offen und man kommt überhaupt nicht zur Ruhe, glaube ich. Ja, das ist halt so, also die Kinder werden morgens hingefahren und mein Bruder, der ist mittlerweile, kommt ja von alleine zurück von der Schule, aber ich merke halt schon, meine Mutter, wenn der mal eine halbe Stunde später kommt, oder wenn der sich mal verschwedet, dann die dreht schon Amok. Mhm. Also die läuft schon Amok. Die ruft ihn an auf dem Handy. Ja. Die haben ihm soweit schon ein Handy gekauft, damit er immer erreichbar ist, falls was sein sollte. Das Traurige ist, wer weiß, wie viele solcher Verbrechen es gibt, die nie aufgeklärt werden und die Täter werden nie gefasst. Genau. Und jetzt ist ja dieses mit diesem Tom. Mhm. Mit diesen mit diesem Geschwisterpaar passiert. Und dann kommt natürlich dann alles wieder hoch. Verstehe. Diese ganzen Erinnerungen kommen wieder hoch. Tini, ich wünsche dir alles Gute. Danke. Und hoffe, dass die Angst aus eurem Ort verschwindet. Ja. Und sage Tschüss und alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Peter, 32 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Peter. Hallo Jürgen. Du möchtest auch über ein ungeklärtes Verbrechen erzählen. Ja, ich kann erzählen als Zeuge. Also ich war Zeuge, also Augenzeuge eines Verbrechens, und zwar auf der Love Parade 1999. Da ist es zu einem Mord gekommen oder Totschlag oder wie man es auch immer nennen will. In Berlin. In Berlin, ja. Ja. Und wir waren da mit ein paar Leuten und wir waren zuerst auf der Straße, haben dann eine ganz kurze Pause gemacht und sind in den Wald rein, sag ich jetzt mal. Im Tiergarten? Wie bitte? Im Tiergarten. Ja, genau. Ja. Und also da war ja dann eine ganze Menge los. Da sind ja Tausende und Abertausende von Menschen. Ja. Ja. Auch dort in dieser kleinen Waldlichtung, sag ich jetzt mal, so nenne ich es jetzt, waren doch durchaus einige Leute. Und dann haben wir bemerkt, dass neben uns ein Streit beginnt. Gab es 1990 schon die Love Parade? 99. Ich war gerade stutzig. 90? 99. 99, ja. Mhm. Ja, also ich glaube, das war das 10. Jahr. Das war allerdings das erste Mal, dass wir dort waren oder ich dort war. Ja, ja. Und da hat ein kleiner Streit begonnen zwischen zwei und einer Dreiergruppe. Mhm. Und es war einfach nur eine Pöbelei am Anfang, die dann aber ganz schnell eskaliert ist. Und zwar in eine handfeste Schlägerei. Waren es Männer? Alles Männer? Ja, es waren alles Männer, ja. Mhm. Und also die zwei, sage ich gleich mal, das bezeichne ich jetzt als Opfer und die drei als Täter. Ja. Und das ist dann ganz schnell heftig zur Sache gegangen, dass auch wirklich die Leute auseinandergesprungen sind, die drumherum standen in dieser Lichtung. Ich schätze mal, circa 50 Leute waren dort. Mhm. Und die haben wirklich auf heftigste gleich aufeinander eingeschlagen. Und irgendwann kam eine Flasche ins Spiel, die über den Schädel von einem gezogen worden ist, der dann ohnmächtig zusammengebrochen ist. Von der Zweiergruppe? Von der Zweiergruppe, genau. Da hat einer die Flasche abbekommen? Genau. Mhm. Und also wobei das war eigentlich schon der Höhepunkt dieser Kampfhandlung, oder wie man es auch nennen will. Der Mensch ist zusammengebrochen vermutlich? Genau. Ja. Und der Freund von ihm, die sind dann weggerannt, diese Dreiergruppe. Die Dreiergruppe, ja. Und einer davon ist gleich hinterhergerannt, also von der Zweiergruppe, der andere ist gleich hinterhergerannt. Mhm. Und einer hat sich dann gleich umgedreht. Das hat sich dann quasi hinter meinem Rücken abgespielt. Also das habe ich nicht gesehen. Also ich habe hingesehen, nur das Opfer, sage ich jetzt mal, war mit dem Rücken zu mir gestanden. Ja. Und der hat in dem Moment eben ein Messer in die Brust bekommen. Also Moment, jetzt lag der eine lag verletzt der eine lag auf dem Boden, genau, verletzt durch die Flasche. Sein Freund wollte hinterherlaufen und hat dann von einem dieser Dreiergruppe ein Messer zwischen die Rippen bekommen. Genau, ganz genau. Der ist dann zurückgetorkelt, ist dann auf den Rücken gefallen, auf den Boden gefallen, und im ersten Moment habe ich es gar nicht realisiert, bis ich es gesehen habe, da steckt ja ein Messer in seiner Brust. Also er hatte eine Latzhose und freien Oberkörper. Ja. Dadurch hat man es dann richtig rausspitzen sehen, dieses Messer. War der Messerstecher derselbe, der auch die Flasche auf den Kopf des anderen geschlagen hat? Das ist jetzt eine gute Frage. Das hat mich die Polizei dann auch gefragt. Mhm. Ich glaube, nein. Ja klar, in den Turbulenzen kann man das ja gar nicht... Sind beide verstorben? Nein, der mit dem Messer in der Brust ist verstorben. Der ist verstorben.
Ja. Ist er noch vor Ort? Er ist noch vor Ort quasi verstorben. Also er wurde ins Krankenhaus noch gebracht, aber wann wirklich der Zeitpunkt des Todes, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Das heißt, du standst da und vermutlich auch noch ein paar andere Leute, die das gesehen haben? Noch ein paar andere Leute. Also ich habe mich dann direkt zu ihm, über ihn gebeugt, weil ein anderer, irgendeiner aus der Menge kam und das Messer rausziehen wollte. Wo genau war? Dann habe ich ihn dran gehen und habe gesagt, er soll das Messer da stecken lassen und habe... Wo genau steckte das Messer? Es steckte ziemlich genau im Herzen. Mhm. Also kurz links neben Brustbein quasi. Mhm. War der Mann zu dem Zeitpunkt noch bei Bewusstsein oder schon ohnmächtig? Er war gerade am ohnmächtig werden, sage ich jetzt mal. Also ich war wirklich über ihm gekniet und es war alles irgendwie wie in einem Film. Es war ganz eigenartig, es sah so unecht aus. Auch dieses Blut, was ausgetreten ist neben dem Messer, dauerte auch ganz wenig nur. Dauerte das dann nicht irre lange in den Menschenmassen, bis dann ein Krankenwagen kommt? Dauerte irre lange, ja. Das glaube ich, ja. Es dauerte irre lange. Also, das heißt, du warst quasi dabei, als dieser Mensch verstorben ist? Ja, mehr oder weniger. Wir waren eine Gruppe von 7 Leuten. Wir hatten 3 Frauen dabei, die dann ganz schlimm hysterisch auch weg wollten von dieser Szenerie. Und wir haben uns dann auch entfernt und haben versucht, irgendwie im Entfernen noch Leuten zu sagen, wir haben versucht über Handy, es ging gar nichts. Es war Love Parade und sämtliche Netze waren ausgefallen. Soweit war jetzt der Tathergang. Ja. Du hast, das gerade ja schon angedeutet, die Polizei hat dich gefragt, das heißt, du bist als Zeuge aufgetreten, hast ausgesagt. Man hat aber diese Dreiergruppe oder den Täter oder die Täter nie erwischt, nie dingfest machen können. Also so viel ich jetzt weiß, ist jetzt ein paar Jahre her, wurde er nicht erwischt. Also ich habe immer mal wieder im Internet irgendwie mal nachgeschaut, aber da kam irgendwie gar nichts mehr. Also ich denke, dass der bis heute nicht gefasst ist. Ich vermute mal, wenn da jemand gefasst worden wäre, dass du ganz schnell informiert worden wärst, weil du ein Zeuge bist und es hätte sich eine Gegenüberstellung gegeben, weil du hättest ihn ja erkennen können. Eventuell, ja. Eventuell, aber ja. Eben eventuell das schon. Weiß ich nicht. Nee, also aber die Polizei würde es versuchen. Also von dem her gehe ich aus, dass es keinen Täter bis heute gibt. Mhm. Was macht das in einem, wenn man sowas erlebt hat und dann auch noch mitbekommt, dass der Täter nie oder nicht oder vielleicht auch nie gefasst wird? Ja, es sind ganz viele Dinge, die in einem davor gehen. Auch die Dinge, warum greift man nicht ein in dem Moment? Das denkt man sich natürlich auch. Mhm. Ja. Also vor allem auch nicht ich, es waren ja noch circa 50 andere Personen außenrum gestanden. Warum hast du nicht eingegriffen? Also ich für mich persönlich war schockiert mit welcher Brutalität die sofort und zwar hemmungslos aufeinander zu sind. War denn die Zweiergruppe auch so brutal? Ja. Ach, die auch? Also es war nicht so ganz klar? Ich denke, dass jeder von diesen Personen auch früher schon irgendwie in einer Schlägerei mal drin war oder das nicht das erste Mal gemacht haben. Und da hattet ihr und vermutlich du auch Angst, dich da irgendwie zwischenzu werfen. Was man ja auch irgendwie verstehen kann. Also ich will das gar nicht erst verurteilen, dass ihr nichts gemacht habt. Wenn da so zwei wirklich aggressive Pole aufeinander stürzen, ne, es wäre ja noch was anderes, wenn eine Seite klar als Opfer zu identifizieren gewesen wäre, die harmlos waren, die sich kaum hätten wehren können. Ne? Dann wäre es ja noch klarer gewesen. Die haben sich nichts geschenkt. Also die haben sich so reingeschlagen, wie ich es noch nie vorher auch nur annähernd irgendwo gesehen habe. Nachdem du das gesehen hast, und das ist ja nun wirklich ein sehr schlimmer Vorgang gewesen, ein sehr, sehr gravierender, gewalttätiger Vorgang, hast du mehr Angst rauszugehen? Denn man kann ja selbst ganz schnell in so etwas auch verwickelt werden. Nein. Mhm. Also das nicht. Ich habe mir auf alle Fälle vorgenommen, wenn ich jemals wieder in so eine Situation komme, dass ich mir die Gesichter mehr einpräge, wenn ich irgendwas sehe, weil ich konnte bei der Polizei, so wie auch alle anderen anscheinend, keine so genauen Angaben machen, dass wirklich ein Phantombild hätte erstellt werden können. Also für dich, du hast es innerlich völlig abgeklärt, du machst dir keine Vorwürfe, dass du nicht dazwischen gegangen bist. Ich habe mir Vorwürfe gemacht, habe viel mit meinen Freunden geredet und habe mir auch selber, wo ich stehe
Und ich bin kein Fighter oder sonst was. Ist das geklärt und jetzt für dich? Ich denke, ich hätte auch nichts ausrichten können. Mhm. Also wahrscheinlich, also wir haben am Anfang noch verbal versucht, zwischen diesen zwei Gruppen, weil die wirklich direkt neben uns. Wir haben noch verbal versucht, haben gesagt, hey, jetzt hör doch auf mit dem Blödsinn, wir sind hier auf der Love Parade und so. Ist die Sache für dich jetzt, ist das geklärt für dich jetzt, dieser Gewissenskonflikt jetzt nach den Jahren? Es ist für mich persönlich geklärt, ja. Hast du gerade gesagt, ich habe dich gefragt, was das so mit dir gemacht hat, dass du das gesehen hast. Hast du gesagt, naja, eine Sache ist die Frage, hätte ich dazwischen gehen sollen. Was hat es noch mit dir gemacht? Was hat es noch mit mir gemacht? Ja, erstmal ist man natürlich schockiert, wenn man irgendwie behütet groß wird, sag ich mal, dass man wirklich sowas live miterlebt. Mhm. Und die Eltern von uns, die wurden mit sowas im Krieg oder sonst was, oder die Großeltern täglich konfrontiert. Mhm. Aber das ist man ja ganz weit weg in unserer Hallenwelt heutzutage. Verändert das das Menschenbild so ein bisschen? Wie bitte? Verändert das das Menschenbild so ein bisschen? Menschenbild. Geht jetzt ein bisschen zu weit, dass das das Menschenbild verändert, aber es bricht schon ein bisschen was zusammen. Das bestimmt, ja. Also, es ist sehr schlimm, dass ich heute nach jedem Gespräch sagen muss, ich hoffe, dass das doch irgendwie geklärt wird. Aber ich habe fast die Vermutung, dass die meisten Sachen vielleicht nicht geklärt werden und dass die Leute rumlaufen. Da fragt man sich nur, wie es diesen Menschen ergeht, innerlich, seelisch, ja, die so etwas getan haben und die frei rumlaufen. Ja. Die es wahrscheinlich auch nie jemandem erzählen werden können. Ja. Ist auch noch was Kurioses noch. Also es gab ein Foto vom Tathergang quasi, von dieser Szenerie, die irgendeiner, keine Ahnung, wie auch immer, die Kriminalpolizei hat mir dieses Foto vorgelegt, wirklich in einem schönen großen Format, DIN A4, gestochen scharf. Es war alles zu sehen. Das Einzige, was nicht zu sehen war, war der Täter. Der war hinter einem winzig kleinen Blatt, was allerdings relativ weit vorne an, also zur Linse vom Fotoapparat stand. Was für ein Ärger. Völlig verdeckt. Was für ein Ärger. Also ein unglaublich. Ärger. Auf diesem Bild war alles im Detail. Nur genau dieses Gesicht war weg. Also das fand ich schon auch sehr kurios. Ich danke für deinen Anruf, Peter. Ja. Alles Gute. Ja, dir auch. Auf Wiederhören. Dankeschön. Dankeschön. Dir auch. Ciao. Es geht weiter mit Carsten, und Carsten ist 19 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Carsten, du musst ein bisschen lauter reden oder näher ans Telefon gehen. Du bist weit weg. Moment, jetzt besser? Jetzt ist es besser, ja. Okay. Ja, Thema ist ja XY ungelöste Verbrechen. Genau. Es geht darum, das war im Jahr 1996, wurde mein Onkel übersät mit Messerstichen in einer Toilette in einem Kino aufgefunden. Das war auch, muss ich auch anmerken, ein seriöses Kino. Ich wollte gerade fragen, ein seriöses Kino. Also nicht irgendwie so eine Absteige oder sowas, sondern das ist, sondern sehr seriös, wo auch, ich sag jetzt mal, Bankangestellte oder kann man fast schon mit Cinemax vergleichen. Ja. Wie alt war dein Onkel? Der war damals, ich glaube, 23 war der. Ach so, einen jungen Onkel hattest du. Ja. Ja. Und die Polizei hat, da gibt es so eine kleine Vorgeschichte, der hat damals Autoradios aus Autos geklaut und die verkauft. Wo er natürlich, wie es halt auch so ist, irgendwann dabei erwischt, auf frischer Tat ertappt. War dann anderthalb Jahre im Gefängnis, weil halt in unzähliges nachgewiesen wurde wegen Autoradios und damit Hehlerei und so weiter. Ja. Da vermutete die Polizei anfangs, dass es einer von seinen Kollegen wäre, der damit der irgendwie damit was zu tun hatte, mit diesen Autoradios. Nur, da mein Onkel überall gesagt hat, von wegen, nee, da war keiner dabei. Und das auch wegen, diese Überführungen wurden ja auch tagelang beschattet, um die irgendwo zu erwischen. Und da war er jedes Mal alleine dabei. Ja. Und die Dinge rausgeholt. Und sowas mussten die das halt ausschließen. Das heißt, und die Polizei hat damals, nachdem die das ausgeschlossen haben, völlig im Dunkeln getappt, was da passiert ist? Völlig im Dunkeln. Völlig? Bis heute? Ja, bis heute. Also die haben im Kino jeden Einzelnen angehalten an der Tür, haben gefragt, wegen haben sie was gesehen. Und keiner hat was angeblich gesehen. Kann das sein, dass dein Onkel durch Zufall Opfer dieses Verbrechens geworden ist, durch eine Verwechslung vielleicht? Hat die Polizei so etwas auch in Erwägung gezogen? Das könnte auch sein. Mhm.
Wie war denn dann, du sagst Onkel, ihr wart ja dann gar nicht so weit auseinander. Wie war denn dein Verhältnis zu diesem auch jungen Mann? Also eigentlich sehr gut. Mhm. Sehr gut sogar. Er hatte auch, ich glaube, das würde auch was dazu beitragen. der hatte irgendwie die Tage davor und Wochen davor hat er sich auch nicht anders verhalten und sowas. Das war alles genauso gleich wie davor, hat immer seine gleichen Späßchen gemacht. Hat auch nie irgendwie Anzeichen von sich gegeben, dass er Angst hat oder dass er in einer bedrohlichen Situation ist oder irgendetwas, gar nicht. Nee. So ist das ja auch ich meine, Mord ist immer sehr brutal, aber das klingt ja nun besonders brutal, wenn du sagst, der ist überzogen gewesen mit Messerstichen. Dahinter steckt ja dann eine wirkliche große Aggression, ein großer Hass. Das muss man ja alles bedenken. Das sagt ja vielleicht auch was über die Täter oder den Täter aus. Ja, oder die Täterin. Also die gehen davon aus, weil es gibt ja auch in Deutschland diese Profiler von wegen Täterprofile und so weiter, warum die das machen und wie die vorgehen. Und die sind auch zum Schluss gekommen, das muss ein männlicher Täter sein. Mhm. Nur, sie können sich nicht vorstellen, aus welchem Umfeld der kommt. Also es gibt ja verschiedene Sachen, von wegen, es könnte aus einer höheren Klasse sein. Ja. Also von wegen mehr Macht, zum Beispiel sage ich jetzt mal dazu Bankgeschäft, Business, sonst irgendwo. Ja. Oder, weiß nicht, könnte auch irgendwie, ich sag jetzt mal so ein Spinner sein, der einfach mal Lust an der Freude hatte und irgendwie dazu bringt. Ja, und dann mit deinem Onkel zufällig reingeraten ist. Ja. Wie ist die Familie, also die Eltern deines Onkels, damals damit umgegangen? Du wirst dich bestimmt erinnern können. Ja, also meine Oma und mein Opa, also sind ja, die leben noch, die waren am Boden zerstört, die konnten gar nicht mehr. Mhm. Mein Opa, der früher ist der Arbeit gegangen ohne Ende, der hat auch Tischtennis gespielt, ist jeden Morgen, ich glaube 20 Kilometer waren das ungefähr, mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Und der hat ab da hat dann ein Jahr lang gar nichts mehr gemacht, der konnte nicht mehr. Mhm. Wie ist das? Das war, du sagst 1996, das ist ja schon auch eine ganze Weile her. Wie geht es deinem Opa, deiner Oma heute? Sag mal so, wenn man sie nicht drauf anspricht, geht es dann eigentlich gut. Mhm. Äußerlich. Ich bin sicher, dass es tief in ihnen sehr schlimm aussieht. Das glaube ich auch. Bemerkst du das auch, dass das noch eine zusätzliche und besondere Belastung jetzt für die Angehörigen ist, dass der Täter nie gefasst wurde, dass man dieses Warum nicht klären kann? Warum ist das geschehen? Ja, das war auch ungefähr, ich glaube, einen Monat danach, weil mein Onkel hatte, mein Opa, hat halt so ein Fachwerkhaus, das ist in Hannover, das ist ein kleiner Nebenort, ist das auch auf dem Land, ist das schon. Ja. Ein riesengroßes Haus, ich glaube, da waren über, ich glaube mal, 10, 12 Zimmer waren das. Mhm. Und dann er hat einen ehemaligen Schweinestall umgebaut. Mhm. Der hat halt so eine riesengroße Bar drin mit Theke und so weiter. Mhm. Und alle aus diesem Dorf sind da hingekommen, haben geredet, ist ja klar, von wegen Beilat und so weiter. Und die konnten es nicht verstehen, dass man da keinen gefunden hat. Mhm. Ja. Ja. Und ich verstehe es heute nicht. Ich bin echt, ich habe das. Kriegt man da auch irgendwie Wut auf die Polizei, dass man sagt, warum finden die das nicht, warum schaffen die das nicht? Wäre ja eine menschliche Reaktion, auch selbst wenn die Polizei alles Menschenmögliche tut, dass man als Angehöriger sagt, das reicht nicht, was die machen. Die habe ich auch gemacht, weil ich war richtig stinkig darauf, weil das war auch so, ich habe es erst nicht begriffen, kurz vor der Beerdigung, wegen dass er tot ist, also ich wollte es nicht begreifen, weil wir wollten noch so viel machen an dem nächsten Tag. Mhm. Und das hat mich geärgert und so, ich glaube ein Jahr oder zwei Jahre später sogar, ich habe mich richtig aufgeregt. Ich wurde vom Polizisten angehalten, normale Personalkontrolle. Und ich wurde gegenüber richtig patzig. Hat er mich gefragt, warum ich denn nicht mal einen Gang ruhiger schalten könnte. Da habe ich ihm das erzählt und dann meinte er, okay, kann er verstehen. Ja, ja. Aber ja. Ja. Die Opfer, also die Angehörigen sind wirklich schwere und schlimme Opfer von solchen Verbrechen, in der Tat. Ja, auf jeden Fall. Lieber Carsten, dir, deiner Familie alles Gute. Danke. Auf Wiederhören. Wiederhören. Jetzt begrüße ich ganz herzlich Andreas und Andreas ist 38 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Andreas. Erstmal schön, dass ich dich mal
persönlich sprechen kann. Ich bin ein sehr großer Fan deiner Sendung. Dankeschön. Und sehe also jede Nacht. Mhm. Und also was ich zu erzählen habe, das liegt schon einige Jahre zurück. Also da war ich 12 Jahre alt. Das war dann 1900... Schwaches Kopfrechnen. 1900, wann muss das gewesen? Aber ich 12 war, 75, 77. Ungefähr, ja. 1977 war das. Es fing auf jeden Fall so an, das war ein Tag vor meinem, vor meiner Mutters 50. Geburtstag. Und wir haben ja auch so ein riesengroßes Fachwerkhaus, was wir den Tag über geschmückt haben mit vielen Kumpels und Freunden und so, war so richtig lustig. Ja, und nachmittags habe ich, oder frühen Abend habe ich dann halt einen Freund von mir noch zur Bushaltestelle begleitet irgendwie. Und das führte an so eine Großdruckerei vorbei bei uns hier in der Stadt. Ja. Naja, und auf dem Rückweg war ich dann halt alleine und bin auch wieder über dieses Druckereigelände gelaufen. Und da waren dann so 3, 4 Türkenjungs, die mich halt rangerufen haben irgendwie und komm mal her und... wir wollen dir mal was zeigen. Und da standen da also zig Fässer mit irgendwelchen Druckerschwärzen und was weiß ich nicht alles rum. So leere Fässer halt. Und nicht gesichert und gar nichts. Und einer von diesen Jungs meinte dann auf einmal, guck mal in dieses Fass rein irgendwie. Ja, und in dem Moment, wo ich meinen Kopf über dieses Fass halte, zündet einer von den Jungs ein Streichholz an und schmeißt ihn in dieses Fass. Und es ist unten wahrscheinlich immer noch irgendwie ein Rest von dieser Druckerschwärze drin gewesen. Auf jeden Fall kam eine wahnsinnige Stichflamme aus diesem Fass. Und dir ins Gesicht? Ich habe genau meinen Kopf mitten über diesem Fass. So, und dann, ich habe also lichterloh gebrannt. Also meine Haare waren also völlig weggebrannt. Mein Gesicht war richtig schwarz verbrannt, die Haut pellte sich ab irgendwie. Ich habe nur meinen Parker, den man so als Kind früher getragen hat, über mein Gesicht gezogen. Das war Gott sei Dank nicht weit von zu Hause. Sind denn diese Jungs weggelaufen? Die sind dann weg irgendwie. Also ich habe auch gar nicht mehr so groß geschaltet. Ich habe nur einen tierischen Schmerz gespürt irgendwie. Ja. Ich merkte, dass mein ganzes Gesicht brennt. Ich habe nur geschrien. Und du konntest dann noch eigenständig... Es sind ungefähr so bis zu dieser Druckerei, bis zu mir nach Hause sind es vielleicht so 500, 600, 700 Meter vielleicht. Ne? Naja, trotzdem. Also dann bist du brennend quasi nach Hause gelaufen. Praktisch, also ich habe mir diesen Parker, diese Kapuze von diesem Bundeswehrparker übers Gesicht gezogen und bin dann nach Hause gelaufen irgendwie. Und bei uns in der Küche, da standen halt also noch Freundinnen von meiner Mutter und meine Mutter. Ich habe noch 6 Geschwister, also da waren auch noch einige von da. Und ich komme halt in diese Küche und nehme nur diese Kapuze vom Gesicht irgendwie. Und da ist meine Mutter gleich in Ohnmacht gefallen und so. Mein ältester Bruder hat gleich gemerkt, was los ist irgendwie, dass was Schlimmes passiert ist. Der hat mich nur in sein Auto gepackt und ist sofort losgefahren irgendwie zu unserem nächsten Krankenhaus. Ja. Dann haben wir das Glück gehabt, dass neben uns eine Polizeistreife stand. Die haben wohl noch gesehen, dass ich also wirklich am Qualmen war und am Weinen war und mein Gesicht zugehalten habe. Dann haben die direkt ihr Blaulicht angeschaltet und sind vorgefahren in unser Krankenhaus. Die haben mich dann erstmal nicht aufgenommen, weil die kannten sich halt mit Brandverletzungen nicht aus und haben mich dann halt von Krankenhaus zu Krankenhaus geschickt, bis wir dann endlich das dritte oder vierte, die haben mich dann aufgenommen und haben mich halt auch ziemlich gut versorgt. Konntest du denn noch gucken? Ich konnte gucken, aber ich stand unter sehr, sehr großen Schmerzen. Also das hat auch wirklich lange, lange weh getan. Andreas, das war ja dann ein Glück, dass du diesen Parker anhattest und dass du intuitiv den Parker dir über die Kapuze, über den Kopf gezogen hast. Ne? Genau so sieht es aus. Welche Folgeschäden hast du davon getragen? Also die erste Zeit war sehr schlimm. Also ich habe 4 Wochen im Krankenhaus verbracht. Da haben sie mir auch, ich bin dann unter Schmerzmitteln und was weiß ich, mein Gesicht wurde gesalbt und gemacht und getan. Und die haben mir auch immer gesagt, dass ich wohl Narben davon tragen werde, weil die Verbrennungen ziemlich stark waren. Das war auch noch so, die Schulter war noch betroffen, irgendwie das T-Shirt war... Aber die Augen sind nicht verletzt worden? Die Augen sind Gott sei Dank nicht verletzt worden. Weil du sie wahrscheinlich ganz schnell zugemacht hast in dem Moment, als es irgendwie hochkam? Das wird ein Reflex gewesen. Wahrscheinlich, ja. Also ich werde wohl Glück gehabt haben. Ist Haut transplantiert worden, auch im Gesicht? Nein, ist nichts gemacht worden. Gott sei Dank. Aber ja, das habe ich praktisch selber gemacht. Die Ärzte haben es mir immer verboten, aber ich konnte ich wollte aus diesem Krankenhaus raus. Ich habe mich da nicht wohl gefühlt und ich wollte wieder zu meiner Familie. Und dann habe ich mich halt morgens immer gegen Anweisungen der Ärzte vor den Spiegel gestellt und habe diese neu gewachsene Haut praktisch wieder
von meinem Gesicht gepellt, weil die über die verbrannte Haut gewachsen ist. Ja. Und habe das halt abgezogen, weil das meiner Ansicht immer besser aussah. Und ich dachte, die Ärzte denken, das halt jetzt besser bei dem und dann schicken wir den halt nach Hause. Das haben sie mir immer verboten. Mhm. Und im Nachhinein wurde mir dann halt gesagt, wenn ich das nicht getan hätte, dann wäre ich heute also entstellt und man hätte halt mit Hauttransplantationen arbeiten müssen. Das heißt, diese kleinen Aktionen, die du da gemacht hast, haben dich quasi gerettet? Die hat mich gerettet auf mein Gesicht. Also das aus dem kosmetischen Sinne gerettet? Man hat es noch ein halbes, dreiviertel Jahr gesehen, dass ich also sehr, sehr scheckig, sehr rot im Gesicht war. Die Stellen, die nicht verbrannt waren, die waren halt ein bisschen heller und die verbrannten Stellen waren also sehr, sehr rot und so. Das heißt, heute bist du 38 Jahre alt, 38, ist kaum was zu sehen? Ist also gar nichts mehr zu sehen. So, und du hast ja die Sendung Ungeklärte Verbrechen. Ich gehe mal davon aus, dass man diese Burschen nie erwischt hat. Die hat man nie erwischt. Ich wusste zwar auf diesem Druckergrundstück, da war noch ein Kotten und da wohnte auch eine türkische Familie. Mhm. Und ich war mir fast sicher, dass das auch diese Jungs gewesen sind. Also ich konnte mich nicht mehr erinnern, weil das war wirklich so ein Schock für mich irgendwie und ich nur nach Hause und diese Schmerzen, man kennt das, wenn man sich den Finger verbrennt, ist das schon höllisch. Ja, total. Gab es denn später, als du dann wieder gesunder warst, eine Gegenüberstellung mit diesen Jungs, die da wohnten? Also es ging folgendermaßen weiter. Meine Mutter hat eine Anzeige erstattet bei der Polizei, hat das auch so geschildert. Und dann ist das halt so weiter verlaufen, dass die halt hinterher eine Rückmeldung gegeben haben an uns, dass die wohl da waren und haben die Leute befragt, die da in diesem Haus wohnen, diese türkische Familie und so mit den Kindern. Aber da hatte niemand was gesehen. Und wie das dann halt so ist. Und keiner hat es gemacht. Und das wurde dann halt so eingestellt. Die haben gesagt, also wenn ich da alleine gegen drei Leute stehe, wird da wenig Chance sein und so. Und da wurde auch nie weiter ermittelt oder... Auch schlimm, auch tragisch und traurig, aber letztendlich auch wieder sehr, sehr gut, weil du glücklich davon gekommen bist. Es hätte ja alles noch viel schlimmer kommen können. Es hätte alles viel schlimmer kommen können. Das ist wohl wahr. Lieber Andreas, alles Gute und danke für deinen Anruf. Alles klar, Domian. Wiederhören. Wiederhören. Sunny, 20 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo, Sunny. Hallo. Ich wollte halt über meine Schwester erzählen. Mhm. Die ist vor 5 Jahren verschwunden. Ja. Und an diesem Abend, das war halt ziemlich tragisch, wir waren zusammen in der Disco und ich war meine ältere Schwester. Wie alt war deine Schwester vor 5 Jahren? 18. Mhm. Und wir waren halt zusammen in der Disco und haben da auch ein paar Freunde getroffen. Und ich bin dann halt, wir haben uns dann halt in der Disco nicht weiter waren nicht weiter zusammen, sondern sie hat sich halt mit ein paar Freunden da getroffen, die ich auch kannte. Und ich bin halt dann früher mit einem Freund, der mich nach Hause gebracht hat, abgehauen. Und sie ist dann noch länger geblieben und unsere Freunde haben dann halt erzählt, dass sie irgendwann später nach Hause gehen wollte und es war halt auch nichts Besonderes, das haben wir halt immer so gemacht. Mhm. Bei uns halt eine dörfliche Umgebung und die Disco war ungefähr 2 Kilometer von uns zu Hause entfernt. Und aber sie ist nicht nach Hause gekommen? Sie ist nicht nach Hause gekommen, nein. Seit 5 Jahren verschwunden? Ja. Und ihr habt überhaupt keine Ahnung, wo sie ist? Nein, es ist die Polizei hat eben ermittelt und man hat viele Leute befragt oder in dem Dorf eben gefragt, ob irgendwer sie gesehen hat, ob es irgendwelche Hinweise gibt und es ist halt alles im Sande verlaufen. Gibt es denn von eurer Seite, von Seiten der Familie irgendeine Spekulation, einen Anhaltspunkt, was da los ist, was da passiert sein kann? Wir sind wirklich seit 5 Jahren, wissen wir halt überhaupt. Vollkommen ratlos. Ja. Das ist ja auch so schlimm, weil ihr überhaupt gar nicht wisst, was ist mit ihr. Ist sie ermordet worden? Ist sie entführt worden? Kann es sein, dass sie frei wird? Es gibt überhaupt keine Hinweise, deswegen sind wir auch so ratlos und es ist halt so ungewiss. Inzwischen war es eben fast so, dass uns wäre es lieber gewesen, wenn man irgendwie sie gefunden hätte es ist halt, seit dieser Zeit schlimm das klingt, ne, dass man da sagt, uns wäre es lieber fast, wir hätten sie gefunden, dann wüssten wir, was passiert ist. Ja.
Hältst du es oder hält die Familie es für möglich, dass sie freiwillig abgehauen ist? Nein, also sie war halt, sie war 18 und halt vorher, sie hatte schon ein, zwei Freunde und ist auch mal einen Abend weggeblieben oder die Nacht eben weggeblieben und hat woanders übernachtet, aber sie ist halt immer wieder nach Hause gekommen. Es gab auch keinen großen Stress zu Hause mit den Eltern? Nein, es gab keinen Stress zu Hause und wir haben uns immer super verstanden. Und wie viele Geschwister gibt es denn noch? Bitte? Wie viele Geschwister außer dir gibt es denn noch? Nein, wir sind nur wir beide. Nur ihr beiden? Mhm. Ja. Wie gehen deine Eltern damit um? Ja, also meine Eltern sind halt in dieser ganzen Zeit, sie versuchen eben normal ihr Leben zu leben und wir sprechen halt immer so, als wäre sie eben auch noch am Leben und als würden wir sie eben auch noch wiedersehen und wir geben halt die Hoffnung nicht auf und meine Eltern. Sprecht ihr denn überhaupt oft darüber? Kann man das in dieser Traurigkeit überhaupt? Naja, ich bin jetzt halt nicht mehr so oft zu Hause. Ich bin jetzt halt auch 20. Ich habe jetzt angefangen zu studieren und wenn ich dann eben da bin, oft eben am Wochenende, dann reden wir selten darüber. Und wenn es dann halt zu dem Thema kommt, dann eben ja, es ist halt sehr schwer für uns dann auch die Fassung zu bewahren. Und ich merke das ja bei dir jetzt auch, wie schwer es dir fällt. Und wahrscheinlich denkst du eigentlich auch permanent daran, wie deine Eltern sicher auch. Es gibt vielleicht mal Ablenkung ein bisschen, aber letztendlich ist das ja dann, du hattest ein gutes Verhältnis zur Schwester. Ja, sehr gutes Verhältnis. Mhm. War halt meine ältere Schwester und wir haben halt, sie hat mich auch immer überall hin mitgenommen und ja, das ist, man weiß einfach nicht, was mit ihr passiert ist, ne? Ja, man kann innerlich überhaupt gar nicht irgendwie so. Man kann halt auch nicht abschließen. Überhaupt nicht, ja. Sunny, ich möchte dir anbieten, du bist wirklich so aufgebracht noch, was ja auch verständlich ist, dass du mit meiner Psychologin noch ein paar Worte sprichst. Möchtest du das gerne? Ja. Das ist die Elke. Dann legst du bitte auf, die Elke ruft dich gleich an. Und ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute von Herzen. Okay. Danke, Domian. Auf Wiederhören. Okay, tschüss. So, meine Lieben, das war die Sendung XY Ungelöst, ungeklärte Verbrechen. In der Technik war Gudrunhausen. Morgen sind wir wieder wie gewohnt freitags mit einer freien Themennacht hier im Radio bei 1 Live und im WDR Fernsehen. 1 Uhr und ab 0 Uhr könnt ihr schon anrufen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen.